Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Auf der Suche nach den dummen, ich weiß es nicht. Nach Es der wird immer leichter, Geheimmission. sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Und hier haben wir noch mal so ein dummes Rätsel. Das machen wir einfach mal. Wir machen einfach alles, was wir irgendwie so zwischen die Finger bekommen. Okay. Ihre offene Mündung verteilt den Kuss des Todes. Eine Mündung. Ach so. Sollen also nach einer Waffe suchen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Mitglieder der 2. Infanteriedivision rücken unter MG-Beschuss. Achso, das ist ein Bild aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sollen darin irgendwas finden und das mitten in der Nacht, das ist auch wieder sehr schön. Hier steht jetzt hier so ein komischer Zahlencode. Was auch immer. Hat er da bei der Programmierung etwa geschlampt oder was? Ach so, das war's schon wieder. Dann hier. Ich muss einfach auf die Nahansicht schauen. Südcarolina. Und hier steht schon wieder so ein Code. Interessant. Sicher irgendwie tolle Sachen anlocken. Ach nee, die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus, okay? Es muss doch irgendwas hier sein. Ach so, okay. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Die haben schon wieder so einen Zahlencode. Interessant. Interessant, abstrakte Kunst. Was auch immer das zu heißen hat. Ich weiß es nicht. Nicht, der ist es nicht. Wie habe ich das zu verstehen? Die erste Abbildung einer Schusswaffe aus dem Jahr 900.
Und das hier, diese Bauchmalerei, nein. Das nicht, das auch nicht. Ja, das vielleicht, nein, das auch nicht. Was soll ich hier jetzt markieren? Was soll mir das Ganze sagen? Ne, haben wir nur die Codierung und ansonsten haben wir da unten. Oder? Ist da unten irgendwas? Nein. Lauter chinesische Menschen. Ach so, Edensplitter, okay. Ah, Mann. Sagt's doch gleich. Okay, dann haben wir die Datei freigegeben und das ist jetzt diese Datei hier. Interessant. Alle abspielen. Ach, bringt uns doch alles nichts. Schlussendlich haben wir eh nicht alles. Was hat es mir also gebracht? Ich glaube eher weniger. Daran, dass es irgendwas Gutes ist, um den Satz sinnvoll zu vervollständigen. Und ich würde gerne wissen, was es mit dieser Sondererinnerung auf sich hat. Das war ja die Hauptfrage und nicht so ein dummes Quiz. So, Flugangriff mit L2. Ach so, können wir damit etwa schneller zum nächsten Ziel fliegen oder was? Oder wie habe ich das zu verstehen? Okay, also ich verstehe den Sinn dahinter jetzt nicht wirklich. Also da machen wir einfach mit der Story weiter. Also wenn das wirklich nur, wenn der Sinn daraus nur besteht, dass wir halt praktisch jetzt hier so eine Art freies Fliegen freigeschaltet haben, dann mache ich das natürlich nicht. Dann ist mir das auch so blöd und ich möchte gerne jetzt dahin. Da bitte die Markierung entfernen. Okay, die ist schon entfernt. Weil ich sehe sowas einfach nicht ein, Leute. Das ist dann für mich Zeitverschwendung. Das möchte ich dementsprechend nicht. Und könnt ihr mal bitte die Meilen für das Teil hier abziehen oder die Meter für das weiße Ausrufungszeichen? Ausrufezeichen, ich weiß nicht, vielleicht mache ich nach dieser Aufnahme schon Schluss für den heutigen Abend, da es schon wieder so spät ist. Also ich bin jetzt auch schon längst 19. Okay, eigentlich nicht, weil ich wurde am 9. April 1998 um 9:14 Uhr geboren. Das heißt, es sind noch gut 9 Stunden bis dahin. Aber wir schreiben schon offiziell den 9. April 2017. Also kann man argumentieren, dass ich 19 bin. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video bekommt, bin ich eh schon älter. Und jetzt haben sie es für dieses weiße Ausrufezeichen markiert. Ich meine, Sequenz 12 wird jetzt eh. Ich weiß gar nicht, ist das hier Sequenz 12? Ich meine schon, weil Sequenz 13 ist, soweit ich weiß, die Sequenz, in der man die ganzen Leute töten muss. Und dann kommt erstmal nichts, da muss man erstmal die Codex-Seiten aufbringen, wenn man die nicht schon hat.
Also ich kann mich auch nur bedingt an das Spiel erinnern und deswegen ist es gut, dass ich das jetzt nochmal spiele. Bin ich der größte Assassin's Creed Nerd, nur damit ihr es wisst. Okay. Ich glaube, ich sollte mich auch besser informieren. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Checo Matt. Ihm zustehen den Zehntel, ihre Einnahmen zu zahlen. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Okay, unter Bergen verstehe ich jetzt allerdings nicht, dass das jetzt hier so direkt in der Nähe ist. So, sie lokalisieren was jetzt? Checo jagen und töten, okay? Nein, tut es nicht. Laju! Was zum Teufel machst du hier oben? Geh! Ja! Tempo! Du gehörst mir! Ja, so wird es nix, wenn er später angreift. Schneller! Verdammt! Ecolo! Tempo! Packt ihn! Ich verringere schon meine Entfernung zum Ziel. Laju, da ist er! Auf ihn! Träum weit da! Auf ihn! Mein Pferd! Toll, jetzt. Ich wollte ihn doch so stilvoll töten, aber gut. Meine Güte, was soll das herumgehampel? Ich will nur den Kerl, mehr nicht. So. Zwar nicht so, wie ich es machen wollte, aber so reicht's mir auch. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren.